Das umstrittene Corona-Papier von Lothar Wieler sorgt weiter für Schlagzeilen. Der RKI-Chef hatte ja Anfang der Woche bei einer Präsentation dafür geworben, bei der Pandemiebekämpfung trotz 50% Impfquote weiter auf den Inzidenzwert zu setzen. Dabei soll er jedoch mit veralteten Zahlen gearbeitet haben. Seitdem wird ihm Panikmache vorgeworfen. Bundesgesundheitsminister Spahn und die Länderchefs, die wollen ja dagegen die Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigen, um die vierte Welle abzufangen. Fanny Juschen. Deutschland genießt, dass Corona vorbeischeint. Eine Pandemie-Auszeit mit fadem Beigeschmack, wenn es nach RKI-Chef Wieler geht. In einem Papier warnt er vor dem aufflammenden Infektionsgeschehen und belegt das mit der gestiegenen 7-Tage-Inzidenz der letzten Wochen. Die vierte Welle hat begonnen. Die Inzidenz muss weiterhin Leitindikator für die Pandemie bleiben, plädiert der Mikrobiologe. Aussagen, die bei einigen Virologen für Entsetzen sorgen. Eigentlich habe ich gedacht, das war ein Fake. Man hat vielleicht ein Papier rausgeholt, was ein halbes Jahr oder ein Jahr alt ist. Also ich glaube, es ist jetzt die letzte Chance, sich wirklich auf eine differenzierte Pandemiebekämpfung umzuschwenken. Neben der Inzidenz wollen führende Ärztevertreter dem R-Wert eine größere Rolle beimessen und berücksichtigen, wie viele Covid-Patienten im Krankenhaus und dort auf der Intensivstation landen. Auch könnten die Infizierten selbst im Fokus stehen. Wie viele Geimpfte sind darunter, wie viele Junge und wo leben sie? Jetzt haben wir eine Bevölkerung, die zu mehr als 50% vollen Impfschutz hat und damit sicher gegen schweren Verlauf und Tod auch der Delta-Variante geschützt ist. Und die Infektionen verlagern sich in die jüngeren Altersgruppen. Aber diese Menschen erkranken Gott sei Dank in sehr, sehr seltenen Fällen überhaupt noch relevant an Corona. Tatsächlich liegen gerade, wie schon im vergangenen Sommer, kaum noch Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Kritisch wurde es dann erst im Winter. Eine Entwicklung, die sich laut SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach ausgerechnet über die Inzidenz abgezeichnet hatte. Also in dem Moment, wo die Inzidenz steigt oder zum Beispiel stark steigt, wissen wir, dass wir in wenigen Wochen steigende Krankenhauseinweisungen haben, mehr schwere Fälle haben. Und darüber hinaus auch noch das Problem bekommen, dass viele chronisch krank werden. Denn auch jüngere Patienten haben mit bis zu 20% ein hohes Risiko, an Long-Covid zu erkranken. Beim nächsten Bund-Länder-Gipfel am 10. August dürfte die Politik deshalb darüber debattieren, wie wichtig die Inzidenz bleibt und wie sie noch ergänzt werden könnte.